Herzlich willkommen zurück zu One Piece Unlimited Cruise 2. Ich habe jetzt beim letzten Mal beschlossen, wir ballern dieses Spiel nochmal im Schwermodus durch. Allerdings glaube ich nicht so ausführlich wie halt beim ersten Mal. Weil ist ja alles bekannt. Ich werde wahrscheinlich die meisten Bosse nochmal zeigen. Sachen, die so beim Durchspielen passieren, aber es wird wahrscheinlich eher so eine Compilation. Weil der richtig spannende Scheiß passiert ja erst, wenn ich wieder bei der Skypiea 2.0 Insel bin. Ist gut, ich kenne das schon. Angriff! Ich will spielen. Was jetzt echt kacke ist halt, dass mein ganzes Zeug, was ich im Lager hatte und so, alles weg ist. Ich hatte eigentlich darauf gespielt, dass ich quasi mit den Materialien, die ich dann gefarmt habe, im alten Lager, dass ich die dann direkt hier benutzen kann. Mir fällt auch sofort auf, diese großen links und rechts, die man eigentlich erst später im normalen Modus gesehen hat, die sind jetzt hier einfach am Anfang. Interessant. Schon direkt was Neues gesehen. Ich bin mal gespannt, wie weit das hier kommt. Ich werde wahrscheinlich sehr viele Ultis jetzt leveln. Um hoffentlich die dritte Ulti von Zoro mal freizuschalten. Wenn ich Zoro mal spiele. Ich überlege, ob ich irgendwas... Ich brauche von den Typis hier was. Ich brauche euer Eisenschrott. Komm her. Nee, nicht du. Nein, ich brauche den Alabaster-Soldaten. Nein. Stirb, stirb. Ist er tot? Nee, er lebt noch. Scheiße. Bin nur mal was krank. Aber das ist kein Problem. Das hindert mich nicht daran, hier Peak-Gameplay abzuliefern. Also, ich schwöre, wenn diese Scheiße jetzt sich nicht verändert hat und ich dann wieder bei Skypiea 2.0 stehe, ich werde auch auf alle Mitte spielen. Ich akzeptiere das nicht, dass ich hier zwei Bosse auslassen muss. Das wird nicht geduldet. Das ist gegen meinen inneren Kodex. Wie viel? Also das kann, das ist wirklich Skaft. Die haben so viel Leben, diese Alabaster-Soldaten. Das kann nicht sein. Rüstung hin oder her, das ist doch nicht normal. So. Die halten so viel aus. Die sind stärker als so mancher Boss. Okay, wichtig ist Kaktusfleisch und Kaktusblumen. Das ist. Das hat höchste Priorität. Für nehmen wir Zoro, der kann ja am einfachsten farmen. Dann speeden wir hier durch. Gleich müsste auch die erste Stelle kommen, wo Gaimon spawnen kann. In offen gesagt, da spawnen wir ihn schön durchnehmen. Und hoffen, dass ich dann die Kack-Schatzkarte bekomme. Hä? Diese Lebenspflanze ist gar nicht mehr hier. Ich könnte schwören, die war hier letztes Mal. Oh, Gaimon! Komm her, du Sau! Oh, du dreckiges Schwein, du. Komm her! Ich brauch kurz wen, an dem ich... Ja? Jetzt komm her! Bleib bloß schnell. Wo bist du hin? Drecksau, jetzt muss ich den Weg gleich nochmal... jetzt muss ich den Weg gleich nochmal laufen. Nein, ich habe keinen Kampfrosch mehr. Bleib stehen! Du Hund, bleib doch stehen! Jetzt wird er sterben. Hallo! Penner! Komm her! Ich darf den nicht entkommen lassen. Ja, komm, stirb und gib mir Schatzkarte! Ach, Mist! Na egal, man kann ich schon vorsorgen mit, goldener Kraft. Es gab irgendein Item, was ich hier dringend mitnehmen musste. Für die zweite Insel. Ich glaube, Holz war das. Mal gucken, dass ich genug Holz hier mitnehme, wenn ich abfahre. Ja, mein Gott. Oh, wie gefährlich, die Barockfirma. Oh, Mann. Was mache ich da nur? Tschüss, Sivak. Karte und Wirbelsturm. Level up. Ulti. Oh. Erhöht Angriff. Donnertechnik. Das ist nicht schlecht. Irgendwie komisch, dass die Knarren haben. Sieht falsch aus. Aber die machen mehr Schaden, ne? Wo ist mein ganzes Leben hin? Sanji Time. Let's go.
machen wir direkt nochmal. Wie viele sogar die kleinen Dinger leben vor lange? Schlecht. Aua. Die klingen genauso wie diese Zombies. Aua. Komm, ich will noch ein bisschen was haben. Wie, du lebst noch? Du bist ein ekelhaftes Schwein. Besser ist. So, weiter geht's. Schön vorsorgen. Kack. Ne, das ist eine Kokosnuss. Kokosnüsse brauche ich, glaube ich, auch. Das Vieh da vorne nicht, aber ich versuche es mal trotzdem zu fangen. Schönen Seitenhieb. Das ist ein Witz! Hallo! Das kann nicht sein. Ne, das wollte ich nicht. Staubsauger. Was wohl praktisch ist, kann jetzt sofort hinter diese Eisenerzsteine. Da ich meine Spitzhacke schon geupgradet habe. Ich bezweifle aber, dass ich direkt zu den Bossen hingehen kann. Zack, zack. Levelt das irgendwie schneller? Das ist doch ein Witz. Hier kommen die Level-Ups da richtig reingeprasselt. Oh, das wird jetzt richtig knallen. Der lebt noch! Kampfrausch-Ulti bringt nichts. Die sind... Das ist nicht normal. Die haben einen Lebensbalken. Das ist... unglaublich. Jetzt ist er tot. Da will man doch nicht kämpfen. Das sind Halbgötter, gegen die ich hier spiele. Was so sehr schmackhaft ist, ist, dass du kannst jetzt auch deine TP und so viel weiter erhöhen. Ich glaube, das Level, das TP-Cap ist jetzt bei 1500. Das ist ordentlich, ein ordentliches Stück. Da ist nur die Hälfte des Lebensbalkens dazu. Ich weiß tatsächlich nicht, was das Level-Cap von SP ist. Müsste aber wahrscheinlich bei 500 liegen. Wäre am logischsten. Ich glaube, da bin ich bei keinem wirklich nah dran gekommen. Obwohl, vielleicht bei Chopper. Kann ich schon aktivieren? Ich habe gut gefarmt. Tatsache. Dafür bin ich vorbereitet. Och, was? Das zieht ja alles ultra viel. Ach, komm, zwei Blaufrüchte. Gönn dir. Abfahrt. Wir nehmen das Thumbnail direkt nochmal. Das sieht so bombastisch gut aus. Soll ich das skippen? Nein, ich guck's mir nochmal an. Ich finde das gut. Ich mag das. Obwohl, ich skipp's doch, da oben zu lange. Aufmerksamkeitsspanne zu niedrig. So lange warte ich nicht. Ich hole mir das Holz noch hier. Denn die Brücke kann ich sowieso noch nicht bauen. Es hat keinen Sinn, dahin zu laufen. Jeder Zeug nehme ich gerne noch mit. War, glaube ich, nichts mehr. Das Holz noch. Und dann hau ich Kit die Fresse ein. Ich mach einen Speedrun aus dem. Weil es verdient hat. Angriff! Und die Panamens schauen mir zu. Ich habe sogar Publikum. Ja, wir wissen, wer da rauskommt. Wir wissen es. Nichts Besonderes. Naja, du Vogel, spiel dich ruhig auf. Oh, der hat aber jetzt... hallo. Seit wann so viel Leben? Nicht schlecht. Der dodgt meinen Angriff einfach. Was ist denn mit ihm passiert?
er trainiert. Der mir jetzt mal so blamiert wurde. Ich treffe den auch nicht. Hallo? Das ist ja eine Frechheit. Was ist mit ihm passiert? Dann machen wir es ein bisschen langweiliger. Aber effektiver. Rumble Ball! Na, wir sehen an. Hoho, Chopper! Auf ihn ist Verlass. Der Damage. Ist, also Chopper ist schon einer der OP-sten Charaktere. Er kann jeden Schlag dodgen, macht, kriegt überhaupt keinen Schaden dadurch. Er selber macht den krankesten Schaden. Und es dauert extrem lange, diese Ulti. Das kann mich ruhig treffen, das juckt mich einen Scheiß. Oh Gott, Entschuldigung. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich bin tot, fast. Da habe ich mich so aufgespielt und krieg erstmal fast einen One-Hit rein. Darauf war ich nicht vorbereitet. Voll daneben. Wow. Ich weiß aber nicht, ob der Double-Dingens das Double-Plüsch gehittet hat. Ich glaube, ich habe keine Animation gesehen. Aber seit wann so stau? Oh, fuck, ich muss hier weg. Da macht mich kalt. Wo kommt der Damage plötzlich her? Das ist schwer. Und nicht unlimited. Wo bin ich hier? Sag mal. Das glaube ich jetzt nicht. Das wollte ich nicht. Die normalen Angriffe sind immer noch genauso schwach. Aber die Ulti. Halleluja. Der hat wirklich trainiert. Oh, ich muss auf Lysop gehen. Lysop ist sau stark im Sogeking-Modus. Guck dir das an, dieser Schaden. Lysop, du bist mein nächstes Ziel, was Essen angeht. Respekt. Ey, da mache ich mir aber ein bisschen... guck mal, wenn das schon so stark ist, wie stark wird denn bitte Kizaru? Der hat mich ja schon im normalen Modus fast gewone-hittet. Nee, nicht gewone-hittet, aber Hälfte Leben weggezogen. Das ist ja krank. Der Spannungsfaktor bleibt oben. Hätte ich nicht erwartet. So einfach machen die es mir nicht. Das hat mich so erschreckt. Ich denke, ich habe Double Plüsch drin. Ich habe 1000 TP. Alles gut, der wird mir keinen Schaden machen. Der HP-Bike runtergesunken. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich muss mindestens einmal zurück zu Sunny. Steinmonument ist mir egal. Oh, die Kiste will ich haben. Erstmal Charakter wechseln. Aber die... Oh, ich weiß, warum die nicht mehr hier sind, die Blumen. Das ist auch so ein Trade vom Unlimited-Modus. Das ist so eine Hilfe gewesen, die dir jetzt weggenommen wird. Ach so. Boah, die schenken dir nichts. Interessant. Ich meine, so krass waren diese Blumen jetzt auch nicht, aber ist schon ein Detail, dass das jetzt nicht mehr hier ist. Finde ich interessant. Ich guck mal, ob ich das schon bauen könnte, theoretisch. Ich glaube aber nicht, dafür müsste ich ja viel mehr Power haben. Hätte ich die Angel mal früher geupgradet. Jetzt muss ich mir das ganze Eisennetz wiederholen. Kohle wird wichtig. Für Crocodile, das weiß ich noch. Gab es noch, wer so stark war? Wer war noch stark? Theoretisch Oz, weil der kann mit seiner Ulti wahrscheinlich wirklich komplett one-hitten. Ja, wahrscheinlich der Endboss sowieso. Och nee, ich hab vergessen, dass hier ein Hinterhalt ist. Och nee, nicht die. Oh, warte mal. Ich kann hier schon... Ja, okay, ich brauch trotzdem ein bisschen Luck, aber ich könnte hier schon ausprobieren. Fick dich. Ich könnte hier schon ausprobieren, ob ich die Schatzkarte bekomme. Aber Nami ist relativ low. Mist.
Warte, wie mache ich das? Erst eine Wolke aufbauen. Dann einmal so hauen. Und ich habe alle weggeschlagen. Na, super. Na, das war ein Satz mit X. Aber die haben gut Eisenschrott, oder? Karte brauche ich nicht. Das brauche ich. Sehr schön. Oh, warum droppen die denn alle nichts? Das sind so viele. Enttäuschend. Oh, ich hol mir euer Zeug. Kommt nur her. Ach, ich habe meine... Oh, ich bin so dumm. Ich habe meinen Kampfrausch gar nicht aktiviert. Ungefähr. Ich brauche das. Nein! Nein! Ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht. Doch, ich hab's. Haha. Aua. Oh, das ist stark. Okay, ich wechsle. Ruffy. Er ist der Einzige, der noch ein bisschen was übrig hat. Du kleiner Penner, was soll die Scheiße eigentlich? Oh, dir zeige ich, was jetzt kommt. Oh, shit. Das ist noch die Koop-Technik. Fuck. Die wird gar keinen Schaden machen. Nein, mein Level 2. Oh, die klaut so viel SP. Diese Attacke ist so OP und unfair. Aua. Aua. Ich hab mit Tennis gespielt. Auch nicht schon wieder. Stirb doch bitte endlich. Aua. Oh. Er hat die kaputt geschossen. Danke. Oh, ich muss hier raus. Ich kann nicht mehr. Die Kamera. Hilfe. Schlimm. Ich rutsche hier immer wieder rein, weil ich angreifen muss. Ja, er ist tot. Mit Kampfrausch habe ich ihn getötet. Oh, ich krieg trotzdem nichts. Ey, jetzt bekomme ich aber ein bisschen Schiss. Bei Gaimon und auch beim Dingens. Brauche ich dafür wirklich Unlimited? Das ist ja schade. Bisschen nervig auch. Mh, lass mal schauen. Ich brauche hundertprozentig viel mehr Dingens. Viel mehr Gabriel Energy. 100%. War hier unten irgendwas? Ich glaube nur ein Steinmonument. Ja, viel zu niedrig der Rang. Ups. Ach, ich bin zu dumm. Das ist beim vierten Mal. 2, 3, jetzt. Dann schieße ich mich hier mit der Kuvagata zurück. Also kann ich gegen Crocodile kämpfen. So geht das nicht. Pumpe ich was in Gabri rein. Vielleicht ein paar Sachen ins Lager, die ich gerade sowieso nicht brauche. Gut, definitiv. Macht trotzdem noch Bock. Ich hätte gedacht, das wird jetzt langweilig, aber das Spiel hält dich auf Trab. Die lassen dir keine Zeit zum Langweilen. Könnte jetzt alles hier in die Angel reinpumpen. Oh, die kann ich jetzt schon bauen? Ich brauche Cola dafür? Ernsthaft? Obwohl, brauche ich beim ersten Mal, glaube ich, auch. Nervig. Und ich brauche ein Dial. Ich glaube, ich kann eigentlich noch gar nichts kochen. Würde nichts einfallen. Oh! Das Spiel, dem Spiel fällt was ein. Dann zeig mal her. Das müsste jetzt eigentlich auch wieder auf Null sein. Das müsste jetzt wieder gut geben. Naja, was heißt gut geben, ne? Die Leute, die sowieso schon hoch sind, die kriegen halt trotzdem weniger. Lysop, Lysop. Lysop ist der King. Der braucht mehr. Ich habe ihn unterschätzt. Ja gut, aber Leben geht trotzdem in die Höhe von anderen. Ich brauche ja theoretisch nur Lysops SP-Fähigkeit. Wie viel Leben da, das ist egal. Das ist halt eine Glass Cannon. Ist mir egal. Ich finde das Design von diesen Skorpionen immer noch ultra cool. Tatsache, dass der Stachel einfach so Crocodiles Haken ist. War da links irgendwas? Ich glaube nichts von Bedeutung. Nicht so viel es sich lohnen würde, jetzt zurückzugehen. Ich gehe immer nur nach vorne. Hier, die Heilblumen ist auch weg. Ist also wirklich so. Die haben mir die Heilblumen weggenommen.
Ach nee, den habe ich schon ganz vergessen, den Hinterhalt. Oh, Mann, ey. Hey, der greift schon an, hallo! Was ist das denn? Ich was. Auf! Du Penner! Das ist Totenwache! Das ist verboten! Okay, Nami brauche ich jetzt nicht mehr. Die kann ihre SP schön verballern. Habe ich noch genug für eine zweite Ulti? Ja! Oh, geil! Okay, dann wechseln wir mal. Brook. Ich hoffe, das trifft auch hier unten. Tut es nicht. Aber ich glaube, also ich kann mich noch nicht ganz entscheiden, wer der Schwächste aus der Crew ist. Ich glaube, es ist so ein Ding aus Robin, Nami und Brook. Chopper's King. Vor allem, weil er noch so aussieht wie vor dem Timeskip. Boah, der hat gesessen. Alter, war der persönlich. Nein, nicht sterben. Bleib hier. Ja. Der ist der Letzte. Wie gefährlich. Oh, und weg ist er. Sehr gut. Dann wählen wir mal Zoro aus. Er würde jetzt gleich kämpfen. Zumindest als erstes. Die haben ja auch meinen Lolli. Nee, ich hatte gar keine Lollis mehr. Die habe ich verbraucht. Onigiri. Ja, zurückschießen? Warum sollte ich? Ich gehe nur nach vorne. Bitte, ich habe alles. Bitte, ich habe alles. Ich glaube, ich brauchte sogar Skorpion, um den. Niemals bin ich da runtergefallen. Ja, habe alles. Das ist doch schön. Wenn man noch nicht so oft zurückgeht, hat man gar nicht so die Versuchung, das Zeug immer direkt auszugeben, wenn man es gefarmt hat. Los, Kugel! Jawohl! Skip. Skip. Es ist so cool. Es ist eigentlich total random, aber es ist so cool, dass einfach ein komplettes Schiff von einem. Nicht nur Wasserfall, es ist ein Sandfall. Dass ein Schiff vom Sandfall runterfällt mit der Bosspflanze drauf. Das hat schon echt eine Aura. Die braune Frucht brauche ich für die Cola. Die muss ich mir aufheben. Die darf ich nicht verschwenden. Oh, ich merke gerade. Ich brauche die. Ich muss die kurz angucken fürs Thumbnail. Jetzt habe ich Kit nicht mehr. Fuck. Ah ne, ich hab den alten Kit-Screenshot noch. Haha. Ja stimmt, dann habe ich eigentlich von jedem. Ich brauche gar nichts. Ich brauch noch nichts anzugucken. Hat sie erledigt. Ja. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt ein bisschen Respekt vor den Bossen. Dass die jetzt one-hitten können, macht mir ein bisschen Sorgen. Dass die euch, Junge, ich habe mich an den Lebensbank noch nicht gewöhnt. Wie groß soll der noch werden? Der ist bald einfach über den Screen. Die haben bald zwei Lebensbalken. Ich mache aber gut Schaden mit Base-Angriffen. Nicht schlecht. Bitte weich nicht aus. Bitte bleib stehen. Bist nicht ausgewichen. Nett. Oder er hat gesagt, du hast es versucht, du Penner. Kriegst noch zurück. Ich will noch herausfinden, wo dieser Punkt ist, dass Zoro crittet. Beziehungsweise, dass er halt doppelt hittet. Das ist ja eigentlich ein Bug oder so. Oh, die normalen Angriffe machen von ihm aber auch Schaden. Respekt. Die sind ja jetzt echt würdig zu bekämpfen. Aber wenn ich mit einem Charakter die Hälfte schaffe, dann schaffe ich auch mit zwei Charakteren den Rest der Hälfte. Wenn mein stärkster Tod ist, soll das passen. Dreht schon wieder Level up. Nicht schlecht. Gleich ist Zoro auch durch seine Dreierattacke immer sich irgendwo hinter den Gegner portet, hat er auch hohe Überlebenschancen. Und er schleudert jeden Gegner in die Luft, das ist auch krass. Aua. Der kann mich vergiften? Womit denn? Hat der Gift in seinem Haken drin? War das im Anime auch so? Oh oh. Oh, ja, okay. Die sind jetzt so viel gefährlicher, die Angriffe. Hatte ich mit dem eigentlich schon seine zweite... Oh, Tatsache, ich habe eine zweite. Stimmt, das hier. Oh, ich kann damit...
Jetzt ich. Die, was? Die Sachen haben sich umgedreht. Ich bin jetzt. Warte. Ich bin jetzt wie die Bosse im ersten Playthrough. Da muss Chopper wieder carryen. Oder verliert er sogar Dingens. Seine clean gegelten Haare, wenn er in der zweiten Phase ist. Das klaut mir Ausdauer! Das Gift! Zumindest temporär. Oh, ausgewichen. Clean. Ich bin dran. Rumble Ball! Aber ich mach dem auch nicht so viel Schaden, ne? Da war Zorro stärker. Haben die eigene Resistenzen? Hab das Spiel sowas? Das wäre mir auch komplett neu. Aber muss ja eigentlich so, oder? Ich mach dem ja kaum noch Schaden. Das ist interessant. Er hat drei Phasen. Das ist auch anders, das ist auch anders. Warum ist ja alles anders? Die sind so viel gefährlicher geworden. Ich probier's nochmal mit Sogeking. Ups. Ich brauch alle Ausdauer, die ich hab. Abfahrt. Und Doflamingo wird auch richtig... richtig problematisch. Ja toll, keine Ausdauer mehr. Da ging ja schnell. Na, ist ja kein Sinn. Ich muss wechseln. Ich hätte ruhig nur Brook, den ich noch kurz benutzen kann. Der kann sich auch hinter die Port, das ist auch stark. Der hat eine viel zu große Range, dieser Tornado. Oh fuck, ja tschüss Brook, das war's. Auf Wiedersehen. Da versuche ich gar nicht erst auszuweichen. Okay, dann jetzt... Ruffy. Ich mache mit dem aber auch nicht viel Schaden. Fuck, ich bin aber voll umgedreht. Nein, ich... Oh, die komplette Ulti geht in den Sand. Haha, Wortwitz. Ich habe jetzt nur noch Sanji. Ich verkacke hier doch nicht, oder? Ah, ah. Ich mach keinen Schaden. Ich mach keinen Schaden. Das kann nicht sein. Hallo, ist gut. Ich verkack das! Das kann nicht sein! Der hat ein total unfaires Moveset! Oh fuck! Ich hab nicht gespeichert. Habe ich irgendwas zum Heilen dabei? Ich kann mich spontan Schiffszüge reinknallen. Ich weiß nicht, was das bringt. Keine Ahnung. Ey, das ist nicht normal. Das ist unfair. Ich verkack. Nein. Ich komme auch nicht an ihn ran. Oh, das kann nicht sein. Bitte nicht. Oh, bitte nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Keiner hier hat noch Ausdauer außer Robin. Und Robin kann nichts. Das könnte aber vielleicht stark werden mit Robin. Ja, okay. Robin, sag nicht, du carries jetzt. Ist okay, spam weiter. Das ist so unfair. Ja, cool. Ich hab SP-Technik? Sag bitte, ich hab genug. Oh, fuck. Okay.
Oh, bitte, das macht viel Schaden. Ah, ich will nicht sterben, bitte nicht! Das ist so unfair! No! No! Bro, lach mich aus! Oh, geh bloß weg von mir! Nicht auf den zu! Nicht auf den zu! Lauf! Die Range ist auch so niedrig. Leck meine Eier. Ah! Alter, was ist das? Ich, das ist, aber, ah! Der hat noch so wenig Leben, aber ich habe so viel Angst vor ihm. Wenn Robin stirbt, habe ich ein Problem. Robin, du kannst alles schaffen, wenn du dran glaubst. Bitte. Ich brauch das jetzt! Ist das lächerlich? Nein! Okay, oh, alles ist gut. Das kann Lysop theoretisch auch. Ich darf mich nur nicht von dieser Scheiße treffen lassen. Ja, Lysop gut. Lysop stark. Lysop sehr stark. Stark, Lysop stark. Lysop MVP. Lysop MVP. Nein! Ich lebe noch! Lysop! Lysop, oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hatte so Angst. Ich dachte, ich verliere wieder all den Progress. Alter, das ist nur schwer. Warum ist das so schwer? Hä, hey, die können zwischen normal und schwer nicht so einen großen, nicht so eine große Lücke lassen. Wie wird denn dann Unlimited? Leck mich fett. Alter! Ich muss diesen Run viel mehr auf Heil-Items gehen. Die werden ja essentiell. Vor allem auf Wiederbelebungs-Items und sowas. Da ist ein Vespa am Fenster. Sag nicht, du bist drin. Nee, du bist draußen. Bleib schön draußen. Boah, ich hab wirklich Angst bekommen. Alle keine Ausdauer mehr. Zoro tot, Sanji tot, Brook tot, Nami tot. War Nami tot? Hat ich Nami überhaupt gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Alter, hab ich... Junge, ich hab... Ich glaube, der Stift war schon am Malen. So knapp war das hier. Vor allem, der Damage war bei jedem so schwach. Außer bei Zoro. Bei Zoro war der Damage gut. Wahrscheinlich, weil seine Angriffe am meisten gelevelt sind. Das ist ja heftig. Ich dachte, das war's. Ich dachte, das wär's. Puh, ja, das war die erste Insel, Mensch. Schwerer als alles andere. Schwerer als das letzte Spiel komplett zusammen. Ist ja gut, Alter. Hallo, wie lange? So lange haben die beiden nicht geredet. Lüge. Oh, Junge.
Ja, ich weiß, wie man das benutzt. Speichern, speichern. Ich hatte so Angst. Ich habe nicht gespeichert, weil ich dachte, das wird easy peasy. Kid war ja jetzt auch nicht der Schwerste. Ich hatte Chopper auch nicht, ne? Chopper war auch fast weg. Alter, das war echt... Angst, Angst pur. Hätte ich nicht gedacht. Aber Robin und Lysop haben meinen größten Respekt. Ich glaube, die werden richtig carryen. Ich muss die hochpowern. So, weiter geht's. Habe ich irgendwas... Oh ja, ich werde Robin und Dingen so durchpumpen. Aber die Cola muss aber... Oh, die Cola wird wichtig. Cola erstmal lagern, ins Lager. Das brauche ich für die Angel. Aber hier, das Zeug. Zack, zack. Gönnt euch. Kaktussteak, Junge, rein da. Lust doch, nee. Leben müssen eigentlich immer noch auf die Hauptcharaktere. Schlimm. Schau mal. Oh, ich hab mir so in die Hose gemacht. Oh mein Gott. Ist überstanden. Warum müssen die das komplette, den kompletten Tisch hier belagern? Ausgerechnet, wenn ich da hin muss. Keine Verschnaufspause. Abfahrt. Los geht's. Ich mach's wahrscheinlich anders. Ich wollte zuerst bis zu der... Ja, Schnauze. Ich wollte bis zu der Stelle spielen, wo ich auf Skype per 2.0 nicht mehr weiterkam. Wo ich halt die Schatzkarten farmen konnte. Aber jetzt mache ich das so. Ich mache einfach pro Insel mache ich... nicht pro Insel. Pro Part mache ich 2 Inseln fertig. Und dann passt das. Ist, glaube ich, ganz angenehm. Für mich und für euch. Ich speichere lieber nochmal. Dann geht es für mich jetzt an Land. Ich habe mich immer noch nicht festgelegt, was meine Lieblingsinsel in dem Spiel ist. Ich glaube aber, es ist die hier. Die sieht so cool aus. Also muss die sein. Skype 2.0 ist mir zu leer. Das ist zwar cool, dass es so in der Luft ist, aber es, da ist halt irgendwie gar nichts. Da findest du nichts. Die erste Insel ist zwar cool mit Sand und so, aber Sand ist nicht so mein favorite type of Weltentheme. Nie so der Fan von. Liegt wahrscheinlich an Mario. Ich hab's immer gehasst, wenn er die Wüstenwelt rankam. Ja, und über die dritte Insel brauchen wir nicht reden. Sie heißt Moorinsel. Also langweiliger kann man Namen nicht gestalten. Die Insel sieht ganz cool aus, so mit dem Setting, aber... Überhaupt nicht meins. So, das hat mir auf jeden Fall gezeigt. Ich muss, wenn... Ja, obwohl, wie mache ich es halt, ne? Gehe ich all in Zorro, dass der halt stark ist und der quasi damit die anderen tragen kann. Mit seiner Stärke. Oder versuche ich bei jedem so ein bisschen. Das ist halt nicht nur Zorro. Weil Ruffy hat eben keinen Angriff, keinen Schaden gemacht. Die Special von Franky war kompletter Reinfall. Ich muss mir mal eine Stelle raussuchen, wo viele Gegner auf dem Platz sind. Und dann muss ich da meine Ultis hochfarben, wie das bei der Höhleninsel im ersten Teil war. Da konnte man das ziemlich gut machen. Ich muss noch immer noch, wenn ich auf der Moorinsel bin, mit dem Salz mir Schatten holen, damit ich diese Verwandlung zeigen kann. Mit Chopper und Ruffy. Hatte ich schon mal angerissen, dass man sich in die zwei verwandeln kann, wenn man genug Schatten im Inventar hat. Glaube ich. Müsste so gewesen sein. Bei Ruffy, wenn er... Nee. Oh nee, wie war denn das nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich glaube, bei Chopper war das so, wenn man Rumble Ball ist, während alle Crewmitglieder tot sind. Und bei Ruffy war es auch irgendwas mit alle Crewmitglieder, wenn die tot sind. Aber ich glaube, bei Ruffy... War es einfach nur die Ulti hinten oder verwandelt er sich automatisch? Ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber dann ist ja noch ein bisschen Zeit. Oder vielleicht muss Ruffy auch sterben, ich weiß es nicht. Alle sterben, so quasi Game Over Screen, aber dann zack, Verwandlung. Warte mal, warum spawnen die hier? Ich war doch noch gar nicht bei dem Pazifista. Das ist ja witzig, ich komme jetzt von hinten rein. Und jetzt spawne ich wahrscheinlich an der vorderen. An dem vorderen Ausgang. Ja, tatsächlich. Wie cool. Spiel ausgetrickst. Aua. Schon wieder nicht.
Ich krieg mein Teil noch. Vertrau dir. Vertrau mir. Azura! Oh, geil. Oh, stimmt. Schwertgegner geben ja SP zurück. Geil! Ich wollte gerade sagen, warum habe ich so wenig verbraucht? Ist er gestorben? Ne, lebt noch. Aua. Du kannst mich mal. Was soll das eigentlich, hä? Du bist überhaupt kein großer Gegner. Erzähl mir ein bisschen Schiss, macht das ein Pazifister. Okay, never mind. Er hat einfach mehr Leben als der Pazifister selbst. Hallo? Wie wär's mal mit Sterben? Junge. So, einmal das hier. Aua. Du Penner hast mich abgebrochen. Angriff gecancelt. Ich cancel dich gleich. So wie Anni, der Duck gecancelt wurde. Oh, ich habe ihn zweimal getroffen mit dem Angriff. Die Pazifister sind eigentlich sehr stark, um seine Angriffe zu leveln. Weil die haben unglaublich viel Leben. Und ich glaube, die geben auch... Ja, tatsächlich, das ist übersmart. Einfach auf die einhauen. Du brauchst gar keine Gegnermassen. Die sterben ja so schnell. Und die nicht. Vielleicht sind deswegen so viele da am Ende auf der Insel. Wer weiß. Zack, 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 zack. Fertig, fertig, fertig. Weiter geht's. Zoro fast tot. Schade. Aua. Sanji muss sich unbedingt leveln. Ich glaube, wenn sein Angriff auf, weiß ich nicht, wie hoch geht das hier eigentlich? Wenn sein Diable Jambe auf 20 ist, dann wird's richtig abgehen. Generell auf seine normale Ulti, die kann man hier gut leveln. Gaimon? 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 Kein Gaimon. Dann stirb. Boah. Aua. Das hat wehgetan, du Penner. Abfahrt. Hä? Die steht da ja schon. Ich muss nicht nochmal bauen. Oh, wie geil. Das Spiel gönnt. Ich glaube, ich kann gar nicht herunter. Ich muss erst dieses U-Boot aktivieren. Aua. Sprintangriff. Nochmal. Stirb doch, hallo. Der lebt immer noch, jetzt stirb. Wie schwach ist der Angriff, bitte? Oh doch, ich kann hier lang. Oh, nee, doch nicht. Falsche Richtung. Gib mir den Pilz. Gib mir den Pilz. Zack. Okay, dann muss ich wirklich zurück. Aber erstmal hier das ganze respawnte Zeug holen. Oh! Oh, hallo! Oh, das ist krass. Ich erinnere mich daran, dass der hier neu gespawnt ist. Das hat mich beim ersten Mal ein bisschen verwirrt. Ich kann mich daran erinnern. Irgendwie ein bisschen gruselig. Das ist, da war ich 7 oder so. Ich kann mich da einfach dran erinnern. Verankert in meinem Kopf. So, du wirst weggecrittet, du Penner. Das ist so dumm, dass er so weit wegfliegt. Hm. Warte mal, hier muss ich wieder wen leveln. Ich glaube, Sanji. Nee, Sanji hat keine Ausdauer. Dann Frankie. Seine Ulti und seine normalen Schläge. Frankie war mal stark. Zone liegt auf wahr. Der hat massiv nachgelassen. Sehr schön. Level 5, da, das meine ich. Kein Wunder, dass es eben keinen Schaden gemacht hat. Oh, okay, das war eine gute Kombo. Er droppt aber nichts. Trotz Kampfrausch hat er nichts gedroppt. Aha. Oh, ich habe so viel mitgenommen. Ich bin so reich an Loot. Wie schnell das geht. Ich bin bei 1 Stunde 11 Aufnahme. Das hat letztes Mal so lange gedauert, um die Sandinsel fertig zu machen. Ich bin jetzt so gut wie... Also, was ist so gut wie? Es kommen noch die zwei Bosse, aber... Ich habe jetzt schon größtenteils die Enos-Insel abgegrast.
Es geht gut voran, gut voran. Viel Progress. Fehlt momentan noch das Eisenerz. Ne, ich habe Eisenerz. Warum kann ich nicht upgraden? Moment. Warum konnte ich gerade nicht upgraden? Ach so. Oh, ich bin schon fertig? Das letzte ist die Schwule? Echt? Oh, das wusste ich nicht. Ja, dann kommt das Eisenerz volle Kanne in Gabrichs Maul. Mund auf. Schön hat Eisen. Yam, yam. Freust du dich, ne? Holz behalte ich, Bambus brauche ich. Die Früchte kann ich theoretisch. Einen kann ich opfern, kein Problem. Ich brauche noch Feuerzeug. Hier die. Die Möhre. Und den Rest kriege ich auf der Insel, obwohl. Ja, komm, drei Holz rein damit. Ich brauchte hier irgendwas. Ich brauchte irgendwas. Scheiße, was war das nochmal? Das war letztes Mal ein richtig großes Problem. Was brauchte ich hier nochmal? Ich werde nochmal zurückgehen müssen, ich weiß es. Ich werde niemals hier direkt alles haben. Das glaube ich nicht. Ich werde direkt herzlichst begrüßt. Ist ja nett von euch. Hallo, okay, was ist das denn? Schön in die Ecke mit dir. Oh, ey, diese Sounds noch dabei. Nein, das wollte ich nicht. Meine SP. Oh, die brauche ich doch noch. Und da hatte ich mal viele Leute getroffen. Obwohl, ich kann die vielleicht noch nachholen. Na, ja, so viel dazu. Ich werde einfach umgedreht. Nervig, jeder kann dich hier umschmeißen. Aber wirklich jeder. Mit einer gestorben? Nee. Nerv mich nicht. Das sind auch mehr von den Großen, oder? Letztes Mal war das mehr Kleine. Deswegen dauert der Kampf jetzt noch länger. Oder bilde ich mir das ein? Nein, auf keinen Fall. Ich wurde eingeschläfert? Das warst du, oder? Du Drecksack. Was schläferst du mich ein? Und warum lebst du so lange? Der stirbt nicht. Er kriegt alles ins Gesicht, aber stirbt nicht. Was ist das für ein Typ? Hallo? Aha, wollte schon sagen, oh, jetzt baut direkt noch einer. Gut, mein SP kommt wieder zurück. Vielleicht mit Smoker müssen wir noch gut leveln können, weil da so viele Marinesoldaten sind. Noch einer. Wer bist du denn? Oh, der haut mich um, du Penner. Was denkst du, wo du bist? Na, komm her. Dir wische ich den Boden. Schön. Weiter geht's. Irgendwas war hier. Irgendwas war hier. Ich war. Schießpulver, glaube ich. Ich glaube, ich brauchte Schießpulver. Das müsste es gewesen sein. Ja, ich wusste es. Und dann hat mir handlicher Stein gefehlt. Genau. Ärgerlich. So, ich habe jetzt nichts vergessen, ne? Ich habe jetzt mein Schießpulver. Ich habe die Steine. Ich habe alles gelevelt. Sollte eigentlich hinhauen. Gib mir jetzt meine Qualle. Danke. Ich brauche die gar nicht, aber warum nicht? So, weiter geht's. Skip, 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 skip. Du bist weg. Nee, ist gelandet. Gib mir meine Ausdauer zurück. Hackfleisch. Auch ein Level up. War das jetzt links oder rechts? Ich glaube, links war eine Kiste. Oder? Ja. Aber nur eine von denen war richtig, glaube ich. Ja, die war falsch.
Doppelwirkungstrank. Wichtig und richtig. Ich dachte eigentlich... Oh, fuck. Ich dachte eigentlich, Tränke wären nicht so gut aus Kisten, aber... Definitiv. Vor allem jetzt, wo ich auf die angewiesen bin. Später. Aber wie stark sollen denn dann bitte, die zwei Bosse sein, gegen die ich noch nicht gekämpft habe? Wenn die jetzt hier schon so stark sind, was soll ich denn dann machen? Gegen die anderen? Vor allem, wie groß soll der Lebensbalken bei denen werden? Fragen über Fragen. Aber erstmal zu Smoker. Er sieht so scheiße aus, ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass er da eine Narbe hatte. Na, wollen wir mal. Er hat Schild. Und sein Lebensbalken ist gleich geblieben. Willst du mich verarschen? Die mögen Smoker, glaube ich, nicht. Das ist Mobbing. Die lassen den Goofy aussehen. Die geben dem kein Lebensupgrade. Ein Schadensupgrade haben sie ihm gegeben. Immerhin. Kein Level-Up mit Diablo Jumbo. Für den normalen Ulti reicht's nicht mehr. Okay, zweite Phase. Da ist ein Stäbchen noch dabei. Ich wechsle. Ich sagte, ich... Okay, chill! Hallo! Warum hat er mich nicht getroffen? Ich stand voll drin. Warte, Ruffy und dann... Obwohl... Jetzt weiß ich nicht, ob es vielleicht... Was machen die denn da hinten? Was ist das denn? Wen wollen die denn treffen? Was machen die da hinten? Ja, wohl für einen Gegner lohnt sich nicht. Weil ich will Zoros normale Ulti. Die lohnt sich mehr, hier jetzt einzusetzen. Hoho, wo kommt der Damage her? Die haben jetzt auch immer eine dritte Phase. Interessant. Ich muss direkt normal, das würde töten. Ah, er ist ausgewichen, der Hund. Er hatte Keyframes. Ja, mal gucken, ob du triffst. Ah, ja, nee, war knapp. So eine Witzfigur. Das juckt mich ein Scheiß. Ich hau dir einfach gegen das Gesicht und es juckt. Oh, oh. Guck dir das an. Nee, Moment, hier stimmt was nicht. Warum ist er so schwach? Okay, nee, ich nimm's zurück. Das war keine... Alter, chill. Ist gut. Ich will auch nochmal schlagen. Ja, jetzt, du Penner, jetzt kann ich dich beleidigen. Du Opfer, du bist schwach. Was war das denn? Oder sind das immer nur die letzten Bosse, die so stark sind? Weil Captain Kid war jetzt auch nicht der Oberburner. Bis auf seine Ulti. Ich glaube, die mögen Smoke einfach nur nicht. Die haben den komplett gedebufft. Na toll. Goldene Kraft. Da ist sie. Der Favorite des Let's Plays. Okay, war die Kiste hier unten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ist gut, ich will weitermachen. Karolix, oh, geil, geil, geil. Das ist wichtig, sehr wichtig. Boah, ich kann wieder zu Sanji wechseln, ne? Level 18, oh, das sieht so geil aus. Level 15. Aber wirklich einen Unterschied merke ich nicht. Die leben trotzdem noch ziemlich lange. Während ich auf die einen hau. Kann ich die hier bauen? Ich brauche dafür nur goldene Kraft, oder? Oh nein, da komme ich wohl nicht hoch. Wo ist die Münze? Gedenken an Gaimon. Ich glaube, die andere Treppe, die andere Leiter kann ich auch direkt bauen. Müsste gehen. Und wie war euer Tag so?
so lang, wie die Leiter geht. Fehlt noch ein bisschen Fahrstuhlmusik im Hintergrund. Oh, nö, nein, jetzt legt er mich schlafen. Ich will das Zeug haben. Ich hab's da bekommen. Dummer roter Penner. Die nerven mich so, die nerven mich so. Die machen komische Geräusche, die sind nervig, die haben viel Leben. Oh, der ist weg. Du bist jetzt auch gleich weg. Auf Wiedersehen. Na, er lebt noch. Der coole Moment ist weg. Jetzt aber. Okay, die müsste ich auch direkt bauen können. Ich habe genug Bambus und ich habe noch eine goldene Münze auf Lager und zwei goldene Käfer. Ich bin unaufhaltsam. Unaufhaltbar. Geil. Cool, cool, cool. Weiter geht's. Gib mir meine goldenen Früchte. Nur eine war das? Oh, das ist Scam. Das ist Scam. Ist gut, wenn der nochmal spawnt. Komm mal her, mein Junge. Oh, ich kann ihn sogar nicht schlagen. Aber er droppt auch nichts. Das ist komisch. Warte mal, wer soll seinen Angriff... Ruffy braucht Angriffe gelevelt. Einfach ein bisschen drauf eindreschen. Geil. Oh, das wollte ich nicht. Aber es ist eigentlich eine voll geile Kombo. Gatling einmal ein bisschen reinhauen und dann direkt mit dem Sturm. Aber das scheint ihn wenig zu jucken. Der Typ steht noch stramm. Voll aufgeladen. Boah. Ich hab den Knopf richtig reingedrückt. Ich spüre diesen Impact. Nochmal. Nochmal. Tot. Wieder nichts gedroppt. Penner. Ah, es reicht schon. Sehr gut. Let's go. Wir kommen gut voran. Freut mich. Fruchtsalat. Ich habe keine roten Früchte mehr. Nein. Dumm, dumm, dumm. Ja, warte mal. Ich kann ja schon direkt rüber. Ich habe das Ding ja schon rausgeholt. Schaffe ich es nicht, von hier rüber zu rennen? Ich bin ertrunken? Ich kann mit Booker trinken? Schade. Ich muss den Angriff noch wechseln auf Gear 2. Sehr schön. Dann wollen wir mal. Ich glaube, ich spiele aber zuerst mit Zorro. Weil er der Stärkste ist. Los geht's. Diesmal mache ich mir nicht so große Sorgen. Wenn ich sterbe, dann komme ich halt wieder. Kommt nur her, ihr zwei weltbesten Schwertkämpfer. Ihr Süßis. Auf zu reden, Junge. Kämpf mal ein bisschen mehr. So, zeig mal her. Okay, Mihawk hat mehr Leben als Shanks, warum auch immer. Ja, aber ich glaube, die sind gleich geblieben. Größtenteils. Oder? Lass mal sehen. Hoho, der Angriff ist stark. Leck mich am Arsch. Wow. Oder sind die nur so schwach? Ich bin generell sehr stark geworden mit Zorro. Okay, 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 okay. Ich werde gedoubled. Hilfe. Ich habe gerade die Mahito Experience. Aua. Oh! Es beginnt.
Aber das kann ich auch, ihr Wichser. Das kann ich auch. Okay, der Damage ist nicht wirklich angestiegen. Junge! Ich werd gemobbt. Boah, der normale Tritt. Wow! Sanji, du Legende. Ey, ich komme auf diesen Damage nicht klar. Das ist so viel wie mit Frankies Ulti. Schafft er mit einem Dreiertritt. Okay, das ist mein Tod. Kann ich mit leben. Gut gekämpft, gut gekämpft. Shanks fast tot. Das wird den auch nicht mehr retten. Er dodgt ja nur noch. Hör auf zu dodgen. Hat er gerade die ganze Zeit sein Ulti gemacht? Hab ich gerade. Hab ich sein Ulti geskippt? War keine Absicht, Bruder. Ne, es war nicht sein Ulti, es ist der normale Angriff. Aber Frankie hat auch gut Damage. Die scheint nur keine große Resistenz zu haben. Schafft Frankie gegen Mihawk. Ne, Frankie ist tot. Gut, dann kommt jetzt noch Ruffy. Viel Spaß. Das war's. Das war easy. Das war holy shit, war das easy. Aber Zoro ist MVP. Dieses Asura. Wenn das erstmal auf Level 15 oder so ist, One-Hit gefühlt. Eki wird weinen, wenn er gegen Zoro kämpft. Eki wird weinen. Ey, nice. Ich habe es wirklich unter 2 Stunden geschafft, beide Inseln abzuschließen. Ey, ja, ja, ja. Siegesgeplauder. Das ist mir doch wurscht. Ich habe Progress zu machen. Beziehungsweise ich muss noch speichern und dann war es auch mit dem ersten Part. Geht zum zweiten Mal mit der Mo-Insel oder der Skype-Insel weiter. Ich glaube, die Mo-Insel geht sogar noch ein bisschen schneller, weil die echt nicht groß ist. Die ist wirklich sehr klein. Und ich habe jetzt alles vorbereitet. Ich habe Marmor, das heißt, an der Brücke komme ich direkt vorbei. Ich weiß, welche Sachen ich brauche für die Little Lamp. Die Little Lamp ist ja jetzt sogar schon gecraftet. Das heißt, das ist auch gespart. Boah. Durch die Mo-Insel wird durchgespeedet. Die Schatten könnten ein bisschen problematisch werden. Warte, ich hätte vielleicht nicht speichern sollen. Erst speichern am Ende. Ich mache jetzt noch ein bisschen. Ich brauche erstmal Salz. Salz brauche ich noch Spinnennetz. Das hole ich mir schnell. Schon mal Vorbereitung für die nächste Folge. Einfach gegengeschlagen. 90 Kugeln müssten reichen. Ich glaube, der brauchte 100, aber... 50, ah ne, die Kiste kann ich diesmal nicht looten. Vielleicht sollte ich doch mehr machen. Ich brauche noch ein zweites Spinnennetz. Ich sehe noch ein zweites Spinnennetz. Ich sehe jetzt keins. Habe ich schon gekocht? Muss ich noch was kochen? Ich würde gerne eine rote Frucht rankommen. Wo sind die Schätze eigentlich? Ich muss zum Lager. Ich bin direkt wieder hier gespawnt. Das ist nicht das Lager, ich Vollidiot. Nee, ah, nee, stimmt, stimmt. Das habe ich letztes Mal auch schon gesucht. Das ist bei den Mädels. Ich erinnere mich. Da liegt die Kiste rum. Hab ich kurz zweimal gegen den Rahmen gestoßen. Oh, never mind. Es ist nicht bei den Mädels. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. In der Jungkajüte? Auch nicht, aber hier ist ein Spinnnetz. Hey, wo, oh, nee, ne? Ist das Ding unten schon offen? Oh ja, ich glaube unten. Warte. Jawohl. Hier war eine goldene Kugel drin, oder? Ich habe so ein Gedächtnis. Oh, das ist unglaublich. Ich bin Vegapunk von Gehirnkapazitäten her. Hier ein Vegapunk-Vergleichsbild.
Ich glaube. Ja, ich bin fertig. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hat sehr gut funktioniert. Also, hätte ich nicht erwartet. War am Anfang ein bisschen knapp mit Crocodile. Ich dachte, ich verliere eine komplette Stunde an Progress. Zum Glück nicht passiert. War, also, es war crazy, wie unterschiedlich das ist, das zu spielen, obwohl es nur eine Schwierigkeitsgradumstellung ist. Das Spiel fühlt sich komplett anders an plötzlich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.